Ich komme da nicht drüber hinweg. Was sind denn das für Assis? Gibt's da nicht. Hol mich hier raus. Bitte. Okay. Zeit für Aiden. Kann ich einfach... Jawohl. Okay. Auch wenn sie da drin zwar am Weinen ist, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Könnten sie jetzt wahrscheinlich sofort rausholen, aber... Leute, ich habe da eine kleine Rechnung mit euch. Ah, verdammt. Ich ersticke. Oh, Mist. Ja, 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 ja. Komm und hilf mir. Ja, ja, ja. Ich hoffe, wir können uns jetzt aber rächen. Och Mann, ey, das fing so schön für sie an. Ich habe dir gesagt. Los, Aiden. Schnapp sie dir. Toll, sehr lustig, Steve. Hey, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Ach ja? Ich bin nicht alleine. Okay, wartet auf mich. Die Tür. Das wollen wir doch mal sehen. Unmöglich. Zieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig. Kein Grund zur Panik. Wehtun will ich ihn eigentlich nicht. Hilfe! Hilfe! Oh. Ups. Ich weiß ja nie, was das macht. Naja, aber verdient haben sie es schon. Solange kein Blut fließt, ist es wie bei Katzen. Das? Halt! Oh, oh, nein! Oh, 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 Alter! Sorry! Ups, es bleibt aber unter uns. Wer war das? Es reicht, Aiden. Sie haben es verstanden. Komm schon, wir gehen! Ich sag dir, es reicht! Komm, wir gehen jetzt! Oh nein! Kann ich sie da ausmachen? Du gehst zu weit. Ich glaube auch. Das geht zu weit. Mit dem Herd habe ich ein bisschen Schiss, dass wir das Haus in die Luft jagen. Wie kann ich denn hier aufhören? Die haben es echt verdient, ja, aber... Hier kann ich nicht durch, ne? Da komme ich nicht raus. Ich bleib nicht hier. Mit dem Herd muss ich da noch was machen mit? Du bringst sie noch um! Lass das! Hörst du mich? Umbringen? Ja, will ich nicht. Ja, ich will ja aufhören. Ich komme aber nicht zurück. Ich würde ja gerne wieder hier. Es geht nicht. Komme ich da hoch? Nein. Wo bin ich? Na? Oh, Alter. Ah, jetzt. Ich konnte nicht aufhören.
Ich bin böse. Oh oh. Ob das so gut war? Aber das Verlangen nach Rache war so groß. Halt, die waren echt mies. Nicht betrunken. Alles klar, weil wir nicht nochmal getrunken haben. Unentdeckter Weg. Mist. Matt geküsst. Ja, das ging halt automatisch. Kräfte verheimlicht. Ja, Teenager angegriffen. Haus nicht abgebrannt. Sisse, das wollte ich verhindern. Weil das jetzt mal hier so ein Stuhl irgendwie so ans Bein oder so, ja gut. Tut halt weh, aber blauer Fleck und dann stehen die wieder. Aber Haus abbrennen oder in die Luft jagen mit Gas, nee. Nö. So, was haben wir jetzt? Erste Besprechung. Die erste Besprechung. Wir starten mit Aiden. Steht der Opa bei dem? Oh, weiter komme ich nicht. Halt. Hier auch nicht. Ich kann nur gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Das heißt, da gehen wir rein, dann geht's hier weiter. Lass das, Aiden. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf! Oh. Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Wow. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Ja, wir können jetzt zu ihm gehen, aber ich kann jetzt auch hier reingucken, ne? Opa, da steht doch Opa, oder? Ne, DPA. Jody, er wartet auf dich. Ja, Moment, ich habe hier noch Business. Anscheinend kann ich nichts machen. Dann. Siehst du, ich kann das nämlich überall abbrechen. Aber eben ging es nicht. Du hast die Hütte abgefackelt eben. Warum verwundert mich das gerade nicht? Hallo, Judy. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Ach, das ist die erste Besprechung. Wir lernen ihn jetzt hier kennen. Guck mal. Ich finde die Mimik so geil. Langweilig. Was mache ich hier überhaupt? Komisches Büro ist das hier. Richtig cool gemacht. Ihr guckt auch nach links und rechts und nach oben, nach unten, so wie ich das mache. Cool. Okay, wir können uns setzen, aber wir können doch erstmal gucken. Aha, viele Diplome. Ziemlich trocken, die Bücher. Ehrlich gesagt, gelesen habe ich die auch nicht alle. Was ist mit dir? Liest du gern? Alpha Waves. So einer ist das also, der sich einfach nur so Fachbücher ins Regal stellt. Aha, alles klar. Nein, er hat ja Diplome. Das ist ein Foto von einer paranormalen Ereignisstudie. Dieser Tisch wanderte 5 mm in 3 Tagen. Von ganz allein.
Wir haben das gefilmt und spielten das schnell ab, so sahen wir die Bewegung. Interessant, hä? Mhm, ja. Du kannst dich setzen, wenn du willst. Ja, das erinnerte mich gerade übrigens an Poltergeist, der erste Teil, ne? Wo die auch erzählt haben, die haben auch so eine Bewegung von so einem Spielzeugauto irgendwie über mehrere Stunden beobachtet und dann waren die ganz stolz darauf, dann kommen die in dieses Zimmer und dann fliegt da alles wie bekloppt durch die Gegend. Das ist meine Frau Helen mit meiner Tochter Laura. Meine Tochter ist fast so alt wie du. In welche Richtung fast? Sie sieht älter aus, oder? Oh, ordentlich wieder hingestellt. Braves Mädchen. Kann ich auch hinter ihm was gucken? Ah, die Schneekugel. Halt. Gefällt sie dir? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Nein. Lass mich doch nicht bestechen hier. Mal kurz hier ein bisschen rumgucken. Ich komme hier nicht weiter. So. Geht's da echt nicht weiter? Ich kann immer noch Aiden aktivieren, ne? Was ist denn gerade draußen los? Nix. Und hier? Ah, weiter komme ich jetzt nicht mehr. Okay, wir gehen wieder zurück. Guck nochmal. Nee, hier ist eine Alpha-Wand. Na dann. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Judy? Schweigen. Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Schweigen. Ich kann verstehen, wenn du nicht gerne darüber reden willst. Aber wenn doch, finde ich vielleicht etwas raus. Dieser Freund. Kennst du ihn denn schon seit langem? Weiß nicht. Seit deiner Geburt? Ich weiß es nicht. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Ich weiß es nicht. Kannst du ihn für mich malen? Malen? Nein. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Ja, das kann ich. Gut. Was können wir denn hier machen? Schubladen? Der Klassiker. Kartons. Was ist das? Ah, Geräte kaputt machen will ich nicht. Mit den Büchern hier. Da haben wir eben drauf geguckt. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen.
Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Es waren die Monster. Was für Monster? Das war erste Besprechung. Welche Wege haben wir genommen? Verweigert Aiden zu zeichnen. Ach, wir hätten ihn echt zeichnen können. Ich hätte gedacht, irgendwie, der hat gar keine Form. Aidens Kräfte gezeigt, ja. Ihr Weg. Alternativer Weg, naja, gut. Prozentzahlen fehlen halt. Egal. Willkommen bei der CIA. Na, dankeschön. Da sind wir also. CIA. Das heißt, das muss dann... Ah, guck mal, da steht die Botschaft, die hatten wir eben. Das ist kurz davor. Das ist die Timeline. Ah, alles klar. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Tolles Zimmer. Oh, war ja. Wir sind mitten im Training. Hilfe! Komm schon hoch! Hopp, hopp! Bewegen Sie den rechten Stick, wenn die Aktion in Zeitlupe abläuft. Aha. Alles klar. Was ist jetzt? Warum steht's? Mein Bild steht. Die Musik läuft, ihr seht's ja selber. Es steht. Da ist wohl gerade das Spiel abgesemmelt. Oder so. Kann das sein? Ja. Schade. Weißt du was? Dann machen wir jetzt ein kurzes Päuschen. Irgendwie so 5 Minuten. Nabend, Samariel 1. Hallihallo. Das Spiel ist abgeschmiert. Wir gehen in ein kurzes Päuschen. Ich mache euch dann noch Musik an. Ist abgestürzt. Alles klar. Scheint bekannt zu sein, das Problem. Und dann spielen wir dieses Kapitel gleich nochmal von vorne. Aber jetzt, ja, kurzes Päuschen. Ne? Ich versuche hier noch irgendwie ein bisschen was zu retten. So, sprich, warte, ich stelle gerade ein bisschen was ein. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. So, zack. Dass die Musik wechselt. Und ich gehe schon mal in den Pausenbildschirm und beende das Spiel. Und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder.